Oh. Wow. Die Grabkammer des Pharao Tutut. Ja, das ist er. Habt ihr jemals so einen hässlichen Kerl gesehen? Dann ist das da wohl das Buch der Toten. Sieht so aus. Holen wir es und dann nichts wie raus hier. Oh, oh. Das ist keine gute Idee, Nate. Nein! Was? Oh, klar. Ich wollte nur gucken. Wow, das ist beeindruckend. Kann mich gar nicht daran erinnern, dass wir sowas früher hatten. Ihr habt mich konstruiert, ehrwürdiger Tut, Tut. Was? Ehrwürdiger Tutut? Ja. Du bist Pharao Tutut? Scheint so. Was? Hey du, befreie mich von dem hier. König Tut ist wieder da. Hurra! Was? Wie dem auch sei. Ich schätze, es ist okay, wenn wir das Buch der Toten jetzt mitnehmen. Oh oh. Wie kommst du darauf, Sterblicher? Ich bin nicht Gottkönig der Wüste geworden, indem ich meine Sachen verschenke. War ja klar. Was zur Hölle? Aber gut, es war tatsächlich klar. Ich meine, wir kennen ja mittlerweile das Spiel, wir kennen die Enden der Kapitel. Es passiert ja immer noch was Unerwartetes. Schaut ihn euch an. Sitzt da wie ein Pharao. Okay. Ein Brett mit 5, 9, 16 Kugeln, die eine Art Pyramide bilden. Oh. Keine Ahnung, was das ist. Also ich würde mich ja mega freuen, wenn jetzt nochmal so ein richtiges Rätsel kommt. Also wisst ihr, was ich meine? Rätsel. Ja, komm schon, schau dir das Buch an. Hallo? Mein undankbarer Reitherr will das Buch der Toten nicht einfach rausrücken. Und mit seinem steinernen Ebenbild legen wir uns besser nicht an. Okay. Entweder war Tutut früher erheblich größer oder die Statue wurde nicht nach Originalmaßen gebaut. Ob er etwas zu kompensieren hat? Ja, ganz bestimmt. Okay, so, was haben wir hier noch? Ein Tunnel. Oh, da geht's noch rein. Hallo? Der Tunnel ist eindeutig neueren Datums als der Rest hier. Ich vermute, dass es Mortimers Weg hier raus war, nachdem die Steinkugel ihm den Rückweg versperrte. Okay, klettere in den Tunnel, das geht, das ist schön zu wissen. Aber haben wir vielleicht noch irgendwas anderes hier? Die Wandmalereien scheinen etwas mit diesem Brett mit den Kugeln darauf zu tun zu haben. Oh ja. Vielleicht eine Art Ritual? Ach, ich hoffe so sehr, dass das echt ein richtiges Rätsel wird. Ja, können wir irgendwas damit machen? Nö. Das ist ja auch die Puderdose. Mit dem Spiegel vielleicht? Nee, ich glaube nicht. Dann krabbeln wir doch erstmal hier durch den Tunnel und ich drück wieder viel zu schnell alles weg. Gut. Hätten wir früher von dem Gang gewusst, hätte uns das einige Mühe erspart. Oh, ja. MacGuffin wollte die Grabkammer vielleicht vor Grabräubern schützen. Oder er wollte seinen privaten Zugang, um die Kammer später selber ausräumen zu können. Okay. Das glaube ich nicht, dass der MacGuffin die Kammer ausräumen wollte. So, das ist also nur sowas wie ein Geheimgang, ne? Okay. Kann das Buch uns irgendwie weiterhelfen? Können wir ihm das weiße Puder anbieten? Nein. Der Fernsprecher ist bestimmt nochmal wichtig. Wir brauchen das Buch. Wie bekommen wir... Huch! Ja, ich habe wieder viel übersehen. Im Inneren dieses Steinsarkophags dürfte der goldene Sarkophag des Pharao gelegen haben. Dürfte eine böse Überraschung für Mortimer gewesen sein, dass er noch bewohnt ist. Oh ja. Okay, das war die Wandmalerei. Brett mit Kugeln. Können wir da denn was mitmachen? Ich meine, jetzt, wo wir die Wandmalerei gesehen haben... Ein Brett mit 5... Keine Ahnung. Keine Ahnung, was es ist. Was sagt Ivo dazu? Ivo? Ja? Okay. Ja. Kannst du vielleicht mal... Ja, okay, sie soll mal übernehmen. Vielleicht ist sie da ein wenig schlauer. 16 Kugeln auf einem Brett. Könnte eine religiöse Bedeutung haben. Oder vielleicht ist es eine Art Spiel.
Okay, sie hat also auch keine Ahnung. Es scheint, als wollten die Figuren etwas erklären. Es hat mit den Kugeln auf dem Brett zu tun. Ja, ja, auf jeden Fall zwei Spieler. So sind die Kugeln angeordnet. Und dann gewinnt einer? Ich habe keine Ahnung. Pharao Tutut, der legendäre Herrscher von Lorem Ipsum. Er hat seine besten Tage hinter sich, würde ich sagen. Ich werde nicht mit ihm reden. Oh, okay. Schon nach ein paar Sätzen würde ich versuchen, ihn zu erwürgen. Und die Statue dürfte etwas dagegen haben. Okay. Wir können uns das Buch der Toten nicht mit Gewalt holen, aber wir brauchen es unbedingt. Ja, ich könnte mir echt vorstellen, dass wir gegen ihn spielen müssen. Oder was auch immer das ist. Gut, das Vieh kann da gerade nicht viel ausrichten. Können wir nochmal mit ihm reden? Hi! Sei gegrüßt, Untertan. Was? Ich bin mir ziemlich sicher, dass du vor der Pyramide vom verrückten Pharao Tutut gesprochen hast. Daran würde ich mich doch wohl erinnern. Nein. Als wir hier reinkamen, hast du dich selber hässlich genannt. Und ich würde das Wort des Pharao nie anzweifeln. Du bist verrückt und hässlich. Wo bin ich? Ich hätte nicht gedacht, dass es zu deiner Zeit schon Golems gab. Natürlich gab es sie. Ich habe sie erfunden. Natürlich. Wie hätten wir ohne riesige lebende Steinstatuen die Pyramiden errichten sollen? Mit Seilen, Schlitten und viel Muskelkraft? Ja. Immer wenn ich eine Golem-Geschichte höre, endet sie in einer Katastrophe. Ach was, wenn man sie weise und maßvoll einsetzt, passiert nichts. Unser blühendes Lorem Ipsum da draußen ist der Beweis dafür. Okay, ich brauche das Buch. Das Buch der Toten. Du hast es, ich brauche es. Was genau willst du mir damit sagen? Findest du nicht, dass du mir etwas schuldest? Dir etwas schulden? Ohne mich wärst du nie hier reingekommen. Ich habe die Pyramide geöffnet, ich habe zusammen mit meinen Freunden das Tor zur Grabkammer geöffnet. Ich habe dich sogar die Hälfte der Zeit auf meinem Rücken herumgetragen. Kennen wir uns? Was hat es mit diesem Brett und den Kugeln auf sich? Das ist das Nimmspiel. Mein Lieblingsspiel. Oh. Ich bin unschlagbar darin. Tatsächlich? Wie funktioniert es? Also, man muss... Ja, genau. Jeder von uns darf abwechselnd eine beliebige Menge von Kugeln vom Brett nehmen. Aber immer nur Kugeln aus einer Ebene der Pyramide. Okay. Und wer die letzte Kugel nimmt, der hat verloren. Willst du eine Partie spielen? Ja. Ja, du fängst an. Los geht's, du fängst an. Ach, cool. Ja, das mag ich, auch wenn ich mir jetzt gerade noch keine Gedanken gemacht habe, wie das Ganze funktionieren soll. Ah, da kann ich bestätigen. Ja, okay, aber dann kann er ja... Nee, ich mach mal so. Shit. Mist. Mist. Tja, ich hab gewonnen. Ja, ja, natürlich hast aber du das. Aber nur mit Glück. Das ist kein Glück, das ist Strategie. Überlegende, geistige... Dings. Wollen wir noch mal? Ja. Ja, und Ivo, warum schaust du dich... Oh, okay. Na klar. Ivo, wie wär's, wenn du dich ein wenig hier umschaust, solange der Pharao und ich aufs Spiel konzentriert sind? Alles klar. Also schön, okay. Wie fange ich an? Spielen die jetzt und ich bin Ivo, oder wie sieht's aus? Ah, dann ist er abgelenkt, ne? Dann ist er abgelenkt. Hat der Pharao nicht gerade den Kopf gedreht? Ja, jetzt. Wir müssen bestimmt einfach nur abwarten. Ich könnte es mir vorstellen... Mist. Mist. Dass es keine Möglichkeit gibt, dieses Spiel zu gewinnen, sondern dass wir
ihn einfach austricksen müssen. Schau mal bitte weg, liebe Statue. Hallo? Dreh dich mal bitte um. Warum macht er das jetzt nicht? Mann, jetzt wieder. Mann, okay, nee, das funktioniert nicht. Nicht so lange Nate spielt. Okay. Gut, wir müssen aber in der Zwischenzeit... Wenn wir ohne den Trottel hier rausgehen, wird das schreckliche Konsequenzen haben. Ich bin mir fast sicher. Ja, wir müssen also irgendwas mit Ivo machen. Beim Nimmspiel nehmen die Spieler abwechselnd beliebig viele Kugeln vom Brett, aber immer nur aus einer Reihe. Wer die letzte Kugel nimmt, hat verloren. Okay, hier oben haben wir 4. So, dann haben wir hier die 5. 2 sind weggenommen. Ah, müssen wir vielleicht anfangen und direkt aus der dritten Reihe von oben 2 wegnehmen. Aus der dritten Reihe von oben, dass wir diese hier 2 wegnehmen. Ob unser Plan dann aufgeht, dann nimmt er alle. Also, ich nehme die. Dann kann er die alle nehmen. Ach, ich probiere einfach. Ich bin jetzt so euphorisch. Nee, Mist, dann könnte er aber nur 2 nehmen. Ich nehme eine. Mist. Obwohl, wenn er dann die nimmt, aber das wird er ja nicht machen. Nee, klar, er wird ja die nehmen. Okay. Tja, ich hab gewonnen. Aber nur mit Glück. Das ist, wollen okay. Wir... Ja, ich muss nur mal eben blicken, was damit gemeint ist. 2 wegnehmen. Aus der zweiten Reihe von unten. Und dann, oder muss ich einfach immer 2 nehmen? Ja, du fängst los an. Los geht's, du fängst an. Aber da könnte er mir das natürlich schon versauen, oder? Ich nehme mal die beiden. Jetzt nimmt er die. Ich nehme die. Ja, ich. Mist. Nope. Tja, ich hab gewonnen. Aber nur mit Glück. Ich bin auch das grade, ist kein ja, Wollen wir. Ich bin auch gerade echt ein bisschen verwirrt, dass Ivo hier in der Zwischenzeit was machen kann. Da frage ich mich, müssen wir wirklich das Spiel gewinnen? Oder ihn vielleicht doch nur austricksen? So, in der zweiten Reihe von unten nimmt er 2 weg. Also Moment, die beiden spielen hier. Er nimmt 2 weg. Ja klar, das verstehe ich doch richtig, oder? Ah, aber dann... Schaut mal. Das ist der Spieler, der 2 wegnimmt. Und der verliert ja am Ende. Na los! Ich denke wahrscheinlich wieder viel zu kompliziert. Das ist bestimmt so simpel. Oder heißt es einfach, ich darf aus der zweiten Reihe gar keinen nehmen? Ich habe gerade keinen Plan. Nehmen wir mal einen. Oder... Nee, dann wird er die 3 nehmen oder aber den. Nee, er wird die 3 nehmen, er ist ja nicht blöd. Okay. Gut. Tja, ich hab gewonnen. Ja, natürlich aber hast du das. Aber nur mit Glück. Das ist kein Glück, wollen wir noch... Na klar, Alles klar. Ivo, was hat das mit dir zu tun? Du kannst nicht raus. Du bist nur dazu da, eigentlich, um dir das hier anzuschauen. Oder eben das Buch. Oh, er schüttelt mit dem Kopf. Was war das denn jetzt? Selbst für einen erfahrenen Archäologen und Schatzsucher wie MacGuffin dürfte es bemerkenswert gewesen sein, eine lebendige Mumie gefunden zu haben. Ich kann es Tut nicht verdenken, dass er mit ihm gegangen ist. Muss langweilig sein, dort in der Dunkelheit zu liegen. Okay. Und der Pharao richtet seinen Kopf auch danach, wo ich hingehe, ne? Ja.
Okay. Beim Nimmspiel nehmen die Spieler abwechselnd beliebig, wer die letzte Kugel nimmt. Untere Reihe 2. Betrachte die Statue. Können wir jetzt nicht mit Nate sprechen? Geht das nicht? Mit der richtigen Strategie könnte Nate den Pharao vielleicht besiegen. Aber es ist Nate, der hat keine Strategie. Wir sollten schummeln. Ach so? Also jetzt wirklich schummeln oder... Oder wie? Es ist Nate, er hat keine Strategie. Kann das Vieh überhaupt hier irgendwas machen im geilen Hasenkostüm? Okay. Okay, das Spielbrett, können wir uns das auch anschauen? Oh, oder? Er will nicht mit ihm reden. Okay. Ja, wir sollten schummeln. Du bist witzig. Moment mal eben. Ah nee, dann kann ich ja nicht raus. Ja, und dann nimmt er wieder zwei und ich muss einen nehmen. Das ist doch mies. Ja, toll. Nope. Tja, ich hab gewonnen. Aber nur mit Glück. Okay, ich das glaube... Das ist kein Glück, wollen wir noch... Ich glaube... Nein, Moment mal. Ich muss ja anfangen, weil hier alle Steine noch liegen. Das heißt, ich muss anfangen, oder? Oder heißt das, ich darf auf keinen Fall anfangen? Jo, er hat die letzte genommen. Das heißt, ich darf auf keinen Fall anfangen und darf nicht zwei wegnehmen. Los geht's, du fängst an. Ich habe keine Ahnung. Ist jetzt mein letzter Versuch, ansonsten mache ich meine Aufnahmepause. Ich nehme mal drei weg. Dann nehme ich den. Eins, zwei. Man kann ja auch irgendwie beliebig viele. Das ist doch total doof. Ja, und dann macht er die unteren beiden und dann muss ich den nehmen. Was? Ja, jetzt lässt er mir einen über. Shit. Tja, aber nur mit Glück. Das ist, wollen wir... Nee. Jetzt nicht, vielleicht später. Gut, Leute. Na gut. Ich werde jetzt nochmal eine kurze Aufnahmepause machen. Und vermutlich werde ich dann sogar ein bisschen offscreen rumprobieren müssen. Oder ich habe wieder einen Geistesblitz beim Schneiden und Rendern der Folgen. Dass mir dann auffällt, oh ja, und ich habe es total falsch gemacht. Hier im Buch ist doch auch Lorem nichts, Ipsum. Oder? Nee. Können wir ihm das geben? Nee. Moment. Gib Ivo die Aufzeichnung. Ich glaube nicht, dass sie das interessiert. Ja. Immerhin haben wir Lorem Ipsum. Okay, also wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder mit hoffentlich mehr Spiel, Elan, Ahnung, was auch immer, Verstand. Bis dahin, tschüss.